So, fangen wir an. Ja, willkommen auf dem Linux-Tag in Kiel. Ich bin das erste Mal hier oben im hohen Norden. Entstanden ist das Ganze auf dem Linux-Tag in Chemnitz. Marin hat mich eingeladen, mal hier zu kommen, und da habe ich ein paar Vorträge eingereicht. Und ich habe gedacht, einer davon wird genommen oder auch nicht, wie das so ist bei Linux-Tagen. Und dann sind beide genommen worden. Das heißt, ich mache heute etwas über Backup-Probleme und morgen etwas über die Secure Shell. Die Vorträge überkreuzen sich ein bisschen. Das heißt also, wer an beiden Interesse hat, bekommt viel mit. Heute ist ein bisschen SSH dabei und ich gehe auf die Hintergründe hier nicht ein. Zuerst möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Hier ist ein kleines Rätsel drauf. Wer es nicht erraten kann, hier ist die Lösung. Wir sind auf dem Linux-Tag, also gehört das hier vorne hin. Und ich selbst bin Physiker. Ich habe hier auch eine Webseite, da kann man ein bisschen nachlesen, wo ich überall war. Und das ist alles von Hand gestrickt, also ich benutze keinerlei Tricks auf der Webseite oder sonst irgendetwas. Ich gehe nachher noch darauf ein, warum ich das mache. Ich habe in Halle Physik studiert, war bis zum Jahr 2000 am Max-Planck-Institut für Biochemie in München und bin dort mit den Computern in Berührung gekommen, habe dort viel C++ gemacht. Und bei Max-Planck ist es so, wenn man bis 30, 35 keinen Nobelpreis hat, gucken die einen schief an. Also ich bin 2000 dort weg, weil die Chance für mich eher gering war, einen Nobelpreis zu bekommen. Habe dann in der sogenannten IT-Industrie gearbeitet, habe eine Menge dazu gelernt, viel gesehen, was alles gegen die Wand läuft. Habe also Mittelware gebaut, Datenbanken, mit .NET gearbeitet, also Microsoft-Umgebung kenne ich ganz gut. Und in meinen letzten Berufsjahren habe ich sehr viel Glück gehabt. Ich war noch bei einer Firma, die baut CCD-Kameras, die nach meiner Meinung nach die besten, die ich je gesehen habe. Und das ist in Bayern gewesen. Und dort habe ich wieder mein geliebtes C++ gemacht und hatte in Bezug auf Linux dort völlig freie Hand. Der Chef sagte einfach zu mir, machen Sie, was Sie wollen. Hier haben Sie einen Server und lassen Sie viel wissen von Ihnen in der Firma. Das habe ich auch gemacht und bin mit viel Rückenwind raus. Jetzt bin ich in Görlitz. Kennt jemand Görlitz? Das ist so ganz im Osten, hinter Dresden. Da kommen noch mal 100 Kilometer Land, noch vor Polen. Görlitz ist eine der wenigen nicht geteilten Städte in Deutschland, sondern es geht über eine Ländergrenze hinweg und die Stadt ist nicht geteilt. Also die beiden Städte, der polnische Teil und der deutsche Teil, leben zusammen, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Warum der Vortrag? In den, was ich bis 2011 gemacht habe, gab es also in einigen Firmen ziemliche Katastrophen mit Daten. Also RAID Arrays waren komplett weg. Dann war mal das Backup weg. Irgendwann gab es komische Dinge. Die Hauptursache waren mangelnde Tests. Es wurden viel zu komplexe Systeme verwendet und es mangelte an der Kommunikation zwischen den Leuten. Also der Admin richtete irgendwas ein und sagte es nicht den Leuten, da steht das. Zum Beispiel hat der Admin unter Software die CDs reinkopiert. Natürlich kein Backup gemacht. Irgendjemand kam, ach, da ist Software, da packe ich das gesamte Repository hin. Ja, okay. Irgendwann war das Repository immer kaputt und das Backup wurde natürlich nicht gemacht, weil dort nur CDs lagen. Die lagen im Schrank. Kommunikationsproblem. Und das Problem mit Backup ist ganz alt. Ich habe vor einiger Zeit hier in Kiel ein Museum besucht. Da gibt es dieses X1 ist das. Und neben der X1 hängt ein Zettel, da hat jemand eine Diplomarbeit gemacht. Und der hat das mit viel Mühe da reingesteckt, hat das Ganze auf dem Magnetband gehabt und dann fiel dem Magnetbandcontroller ein, das Band zu zerreißen und da war seine Diplomarbeit weg, Backup hatte er nicht. Das heißt also, seitdem es Computer gibt, spielt Backup die dominierende Rolle, wie man eben zum Beispiel hier in Kiel nachlesen kann. Und heute ist es noch viel dominierender geworden. Es gibt diese berühmten Trojaner. In Sachsen hat es mehrere hundert Firmen erwischt. Und alle schreien dann groß rum, ja, wer schützt uns davor? Niemand, macht eure Arbeit, ganz einfach. Und wenn jemand denkt, unter Linux gibt es das nicht,
Bis jetzt benutzen die Trojaner Tricks in Windows. Unter Linux funktioniert das ganz genauso. Denn die Trojaner benutzen im Normalfall keine Hintertüren, die benutzen Social Engineering. Also irgendein E-Mail-Anhang, irgendein Executable, was man ausführt, das kann jeder. Unter Linux auch. Das heißt, unter Linux spielt das auch eine Rolle. Und früher haben Trojaner einfach ausspioniert, heute löschen sie Daten. Und deswegen auch hier oben die Überschrift. Das ist ein Motto des Linux-Tages. Niemand hat die Absicht, eure Daten zu klauen in Richtung Spionage. Und ich habe dann den Untertitel dazu gefügt, von Löschen war nicht die Rede. Das machen nämlich genau diese Trojaner. Und ich will es versuchen, möglichst einfach zu halten. Ich selbst bin da auch reingewachsen. Und eine beliebte Frage, wenn man zu Firmen hineingeht, wann machst du das Backup? Ach ja, ja morgen, ganz sicher. Und fragt man morgen nach, kommt die gleiche Antwort. Das heißt, de facto wird bei kleinen Firmen und bei Privatrechnern zu Hause ein Backup nie gemacht. Da komme ich her. Ich war lange Zeit bei der Linux User Group in Ottobrunn, bin jetzt in der Linux User Group Zittau. Ich mache Privathilfe für Linux-Umsteiger. Und das sind Bekannte, Verwandte oder je nachdem, wie es gerade kommt, keine Firmen. Und die Situation ist so, dass der Benutzer ein Linux nicht ohne Hilfe einrichten und pflegen kann. Also selbst eine Ubuntu-Installation funktioniert nicht, weil das System blöde Fragen stellt, die man nicht beantworten kann. So wollen Sie Ihre Platte partitionieren. Ja, was denn? Habe ich nie gemacht. Also alles diese Ecken gemacht. Das heißt, ich installiere das System, übergebe Schlüssel fertig, mache einen Abend Einweisung und dann läuft das. Linux ist heute so weit selbst warten und selbst pflegen, dass man nichts mehr tun muss. Dann kommt noch dazu, der PC, den ich betreuen muss, ist hinter einem Router. Und ich gehe nachher noch ein bisschen auf die Situation ein. Die Datenmengen, die ich dort verwalten muss, sind nicht viel. Und ich kümmere mich dann eigentlich um alles, um das Backup, um die Updates und alles Mögliche. Manchmal passiert es auch, dass ich da nichts mehr tun muss, sehr unterschiedlich. Dann kleine Firmen. Da mache ich auch ein bisschen was. Im Normalfall sind kleine Firmen mit der Wartung von IT-Systemen überfordert. Sie können sich keine IT leisten, kostet zu viel. Dann macht es der Nachbar, der Freund oder der gerade da ist oder irgendein Mitarbeiter in der Firma. Wenn der geht, steht die Firma mit dem Rücken zur Wand. Es läuft, läuft, läuft. Und wenn man in kleine Firmen hineinguckt, entdeckt man plötzlich Windows XP. Dann entdeckt man ein Windows 7 zum Beispiel, wo der Netzstecker rausgezogen ist. Ja, wieso? Ja, wegen Viren. Das heißt, das Windows 7 läuft 3-4 Jahre ohne Updates. Es ist definitiv nicht mit dem Netz verbunden. Die Daten kommen auf den Rechner über einen USB-Stick. Der kommt da rein, reinkopiert, rübergelaufen. Das sind die Turnschuhnetzwerke, die man in kleinen Firmen findet. Und natürlich kann man diesen Rechner nie an das Netz stecken, weil die dann förmlich explodieren. Die müssen Updates nachziehen. Ob das gut geht, weiß ich nicht. Also muss man da auch wieder was tun. Backup ist in den Firmen ohnehin ein Problem. Gehe ich nachher auch noch drauf ein. Und für Firmen muss es automatisch gehen. Es muss zum Beispiel auch Brandschutz berücksichtigt werden. Der spielt bei privat keine große Rolle. Aber wenn in der Firma ein Wasserschaden ist oder es brennt, haben die ein Problem mit ihren Festplatten. Das heißt also, es muss außerhalb der Firma in einem sicheren Raum eine Kopie gelagert werden. Wie mache ich das? Und bei Firmen kümmere ich mich nicht um die Rechner. Ich richte die ein und versuche, möglichst viel automatisch zu machen. Ich mache auch keine Backups. Hier bei den Privatleuten mache ich die Backups bei mir. Die Daten liegen bei mir. Und bei Firmen müssen die in der Firma liegen, schon aus Datenschutzgründen. Und größere Firmen kümmere ich mich nicht drum. Die haben eine eigene IT. Und ja, ich habe hier ein Fragezeichen dran geschrieben. Meist keine Probleme. Naja, gut. Das ist das Problem. Also so sieht das dann aus. Wie gesagt, Linux-Wissen kann bei den Leuten nicht vorausgesetzt werden und es wird sich auch nicht angeeignet. Also wenn man immer nach fragt, tipp doch mal im Terminal das ein, kommen immer wieder die gleichen Fragen, auch nach 2 Jahren noch. Warum ist das so? Wer eine Familie hat, wer Kinder hat, unterliegt diesem Problem hier. Ich kann mir nur 7 ± 2 Dinge gleichzeitig merken. Wenn ich Kinder habe, wenn ich Familie habe, wenn ich Schule habe, wenn ich einen Haushalt habe, wenn ich das und das habe, lerne ich keine Linux-Kommandozeile.
Das heißt, wenn ich also sage, Mensch, begreif doch das endlich, das ist ganz einfach, es funktioniert nicht. Also entweder übernehme ich das oder ich richte es so ein, dass es funktioniert. Dann klicken die Leute gerne Fehlermeldungen weg. Software muss so stabil sein, dass das funktioniert. Deswegen nehme ich Ubuntu, weil genau das der Fall ist. Ubuntu kann ich größtenteils ignorieren, es funktioniert. Dann kommt das nächste Problem. Dann fragt man, ja, wie kommst du denn ins Internet? Ja, ich habe auf dem Rechner Internet. Ja, worüber? DSL, ja, guckt man den Vertrag an, da ist DSL da, ja gut. Wo ist dein Router? Ich habe keinen Router. Doch? Nein, ich habe keinen Router. Da guckt man so viele Kabel entlang und da steht irgendwo eine Plastikkiste. Ist das der Router? Weiß ich nicht, ich habe die Kiste noch nie benutzt. Wer hat die da hingestellt? Ach, der Nachbar hat mir das eingerichtet und die steht eben seitdem da. Das heißt, es gibt kein Passwort. Den Leuten ist die Struktur ihres Netzes nicht bekannt. Ich muss trotzdem reinkommen mit meinem Backup. Es kann auch passieren, dass der Nachbar irgendwann mal kommt und tauscht den Router aus. Passiert alles. Und da man dann den Router natürlich nicht benutzt, ach, mach mal, gut. Und ich stehe da von außen. Das heißt, wenn ich im Router etwas ändere, geht's nicht. Und das muss ich vermeiden. Und das sind die Leute, die das aushören. Das ist der Christoph in Neuried, das ist die Lore in Pasing und das ist in Kroatien. Das ist an der Schule. Ich mache dort gelegentlich ein bisschen Unterricht über Linux und ein bisschen polemisch. Und ich habe dort die Freiheit an der Schule, das machen zu dürfen. Und die rechte Dame ist Informatiklehrerin. Also ihr braucht euch nichts zu erzählen, wie Linux funktioniert. In der Mitte ist Melania, das ist die Lehrerin für Germanistik. Und Melania hat das alles organisiert und gemanagt. Das heißt, sie sorgt dafür, dass ich dahin darf, dass ich dort was erzählen darf. Und Melania kann ich nicht erzählen, mach auf der Kommandozeile mal das und das. Es geht nicht. Okay. Dann, was wir dafür das nächste brauchen, sind ein paar Dinge. Programme installieren, Terminal arbeiten. Das heißt, ich brauche wenig, aber das muss sozusagen im Schlaf gehen. Ich muss wissen, wie werde ich Supervisor. Ich muss wissen, wie ich Konfigurationen editiere. Ich muss wissen, wo die stehen. Und ich muss wissen, wie mein Netzwerk funktioniert. Das heißt, wenn ich Rechner administriere, sollte ich schon wissen, was in dem kleinen Kistchen da drin vor sich geht. Ich muss was über Dienste, Ports und so weiter wissen. Man kann alles nachlesen. Das gibt dann ein PDF und da kann man alles mal anklicken, was da ist. Jetzt muss ich auf die Uhr gucken. Wenn ich ein Backup mache, das betrifft kleine Firmen und auch Rechner zu Hause, ich muss überlegen, was will ich eigentlich damit? Warum überhaupt? Dann Software. Setze ich Software ein? Bezahle ich dafür Geld? Mache ich es komplex oder nicht? Meine Erfahrung ist, wenn es komplex gemacht wird, geht es irgendwann schief, weil derjenige, der es kennt, eben nicht mehr da ist. Hardware. Kaufe ich mir NAS? Wird immer damit beworben, Backup-System. Kaufe ich ein RAID-System, kostet Geld. Kaufe ich einen extra Server dazu oder kaufe ich einfach nur eine externe HD? Je nachdem, was ich mir leisten kann. So eine HD, wie sie hier vorne liegen, die kosten 50 Euro, das ist kein Geld mehr. NAS ist teurer, RAID ist noch teurer. Dann, was mache ich? Kopiere ich nur meine Daten in das Backup? Sehr viele Backup-Programme machen nur eine Kopie. Das dauert. Wenn ich 50 Gigabyte habe, ist das kein Problem. Aber wenn ich 20 Terabyte habe, wie das in kleinen Firmen häufig der Fall ist, ja, gut. Mache ich das inkrementell? Oder habe ich zusätzlich noch eine Historie drin? Und der letzte Punkt mit der Historie, der spielt bei den Trojanern eine Rolle. Wenn ich ein Backup habe, was eine 1-zu-1-Kopie meiner Originaldaten ist, und der Trojaner fummelt mir daran rum, und ich habe keine Historie in meinem Backup, überschreibt das Backup die Daten im Backup. Habe ich eine Historie drin, kann ich das System um eine Woche zurücksetzen. Und das ist für die Trojaner-Abwehrgeschichten ist das schon wichtig, dass man eine Historie reinbaut. Bloß, wie mache ich das? Dann brauche ich eine Sicherheit. Die Backup-Platten müssen irgendwo liegen. Da sind wichtige Daten drauf. Dann, warum Backup? Hardware-Defekte. Es kann was kaputt gehen, Datenverluste, ein Programm kann Unfug machen, dann habe ich eigene Fehler, ich lösche die E-Mail und nächste Woche merke ich, ich brauche sie noch. Ja, passiert öfters, als man denkt.
Dann kann irgendwas brennen, es kann Wasserschaden passieren und die Trojaner. Dann muss ich etwas wissen über das Linux-Filesystem. Also wenn ich ein Backup mache, muss ich wissen, was steht wo. Das heißt, ich muss mich ein wenig mit dem Linux beschäftigen. Dann muss ich die Dateigrößen kennen. Ich muss also wissen, meinen Datenpool, den ich habe, was steckt da alles drin. Also ich habe das bei Leuten erlebt, da sind also die E-Mails mittendrin zwischen 100.000 Videos versteckt. Das heißt, ich habe eine große Menge an Daten, die sind statisch, die ändern sich nicht, die E-Mails ändern sich täglich. Wenn ich den ganzen Folder resichere, bin ich bei mehreren Terabyte. Wenn ich nur die E-Mails rauspicke, habe ich vielleicht 20 Gigabyte. Also so eine Dinge muss man machen. Das heißt, ich muss Folder entsprechend umkopieren, notfalls verlinken, um einfach Ordnung in meinen Sachen zu schaffen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit, weil es da häufig krankt. Meine Faustregel ist, dass ein Zweig im Filesystem für das Backup ungefähr 50% der Backup-Platte umfassen sollte. Niemals mehr, weil eben schnell was dazukommt. Was sichere ich? Daten oder System? Ich selbst sage mir, ich sichere nie das System. Unter Linux reicht es, wenn ich die Konfigurationen sichere. Ich selbst weiß, wie ich einen Linux-Visual installiere und ich muss mich dann auch darum kümmern. Und ich sage einfach, gut, ich riskiere 3-4 Stunden Arbeit, das ist es mir wert. Ich brauche nicht in Minuten das Backup wieder. Wenn ich diese Anforderung habe, dass ich nach Minuten das System wieder haben will, dann beauftrage ich eine Firma, gebe viel Geld dafür aus und dann habe ich das. Aber nicht mit kleinen Mitteln. Dann, wie oft mache ich das? Täglich, wöchentlich, stündlich? Und das hängt vom Datenbestand ab. Meine Videosammlung, da reicht es, wenn ich die einmal im halben Jahr kopiere. Die E-Mails müssen täglich kopiert werden. Das heißt, dass ich habe eine unterschiedliche Variabilität drin. Dann muss ich gucken, wie lange. 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre. Das hängt vom Plattenplatz ab. Dann wiederum die Lagerung, wo zu Hause. Und dann, was kostet mich das Ganze? Wie viel wert sind die Daten? Also wie viel Verlust habe ich, wenn die Daten weg sind? Bei gesammelten Videos ist der Verlust eher gering. Bei E-Mails ist der deutlich höher. Sowas muss ich abschätzen und gewichten. Und dann Wiederherstellung. Welches Zeitfenster habe ich bis zur Wiederherstellung? Und welche Kenntnisse brauche ich? Und die Leute mit den Kenntnissen, inwieweit sind die erreichbar? Das ist ganz wichtig, wenn es der Nachbar gemacht hat, ist er auch da, wenn es bei mir kracht. Und deswegen ist das ein Teil, den ich bei meinen Leuten, die ich betreue, komplett selbst übernehme. Zum Beispiel auch Remote-Wiederherstellung. Das ist nicht ganz trivial, aber an sowas muss man denken und das auch vorbereiten. Jetzt kann ich verschiedene Dinge machen. Ich kann eine einfache Festplatte nehmen, das ist billig. Ich kann ein NAS nehmen, ist im Prinzip eine große Festplatte, aber teurer. Und ich habe ein Protokoll dazwischen. Bei Festplatten habe ich kein weiteres Protokoll dazwischen. Dann die Filesysteme, die ich empfehle. Das ist das EXT4, ZFS, eher weniger. BTRFS geht inzwischen auch. Auf keinen Fall Microsoft-Filesysteme verwenden, weil die Linux-Tools dort Probleme machen. Also kein FAT32, da fehlen eh alle Attribute. Unter NTFS muss ich es über einen File-Service, also über einen File-Dienst wieder mappen. Dass das geht, eher nicht. Backup läuft direkt in das Filesystem hinein und nicht über irgendwelche Zwischensurfer. Die Zuverlässigkeit brauche ich. Moment. Bevor ich mit einem Backup-Rechner etwas mache, den testen. Es gibt diesen Mem-Tester, ne, den man ein paar Tage laufen lassen. Der Rechner muss wirklich stabil sein. Und da gibt es auch böse Überraschungen, gerade bei preiswerten Desktop-PCs. Das ist das, was wir dann machen können. Ich fange an mit Copy-Paste. Ja, Zähneknirschen. Rsync ist die bessere Variante. Dann geht es weiter. Zuerst Snapshot. Das ist das exklusive Rsync. Das ist ein bisschen besser. Dann kann ich in meiner Praxis Rsync, Snapshot kombinieren. Und da kommen wieder Probleme rein. Und zum Schluss zeige ich eine Skriptsammlung. Und die zeige ich dann hier kurz als Demo, die eigentlich alles löst, was sich im Laufe der Jahre an Problemen angesammelt hat. Copy-Paste. Ist genial, ich mache 2 Fenster auf, Copy-Paste, bin fertig. Okay, sehr schön. Links ist das Original, rechts ist das Backup. Kein Problem. Dann brennt es wirklich, es ist was weg und ich mache die Fenster so auf und vertausche die versehentlich. Okay, dann überschreibe ich mit den Originaldaten mein Backup. Oder umgedreht, je nachdem,
Also das ist Verwechslungsgefahr und ist nicht sicher. Es läuft ewig, ich habe keine Prüfung, ich weiß nie, ist alles drüben und so weiter. Also eher Finger weg. AirSync ist besser. Es hat mehr Prüfungen. AirSync ist im Prinzip ein Copy-Programm wie CP, allerdings mit vielen Prüfungen drin und es geht inkrementell. Das heißt also, AirSync guckt nach den Differenzen. Nicht immer, aber in größtenteils doch. Und spart einfach Transferzeit. Ich zeige das nachher live. Und AirSync kann über SSH funktionieren, was das CP von Haus aus nicht kann. Und AirSync hat sehr viele Optionen. Wenn man in die Doku guckt, ist man fast erschlagen, was AirSync alles kann. Man probiert dann rum und das ist nett und das ist nicht nett. Ja, gut. Ich habe eine Auswahl getroffen, die ich schon auswendig kann, die ich einfach eintippe und das funktioniert. Das heißt, nehme alles mit, alle Attribute. V heißt, zeig mir ein bisschen an, was du machst. S ist ein entscheidender Schalter. Das geht um Sparse-Files. Weiß jemand nicht, was Sparse-Files sind? Okay, wenn ich eine große Datei habe mit 5 GB, die nur Nullen enthält, wenn ich das unter Linux anlege, hat die Datei tatsächlich die Dateigröße 0. Im Filesystem werden aber diese 5 GB angezeigt. Der Plattenplatz ist 0. Wenn ich das mit CP kopiere, bleibt die 0. Wenn ich das mit AirSync kopiere, werden die Nullen eingefügt. Der Schalter S verhindert das. Das heißt also, Sparse Files bleiben Sparse Files. Und jetzt kommt das nächste Problem rein. Wenn ich über einen Filesurfer meine Daten exponiere, zum Beispiel über ein NAS-System, über ein Samba-Filesystem, werden diese Nullen eingefügt. Das heißt, Samba kann keine Sparse-Files handhaben und deswegen für ein Backup kein NAS verwenden, sondern direkt in das Filesystem schreiben. Das steht hier unten nochmal. Filesysteme ext3, ext4 ist okay. Beim Samba habe ich ein Fragezeichen hingeschrieben, also beim NAS-System. Das heißt, die NAS-Systeme, die man kauft, die haben immer ein Backup-Programm drin, aber vorsichtig. NAS hat noch andere Probleme. Jetzt sind wir erstmal bei AirSync. Moment, jetzt. Ja, okay. Das sind meine Schalter und AirSync hat ein paar Probleme. Und wenn man, das muss man wirklich trainieren, dass man dahinter kommt. AirSync, Source, Target. Das ist ganz einfach. Und hier fehlt das Slash. Das heißt, wenn das Slash fehlt, wird der Folder Source in Target angelegt. Schreibe ich den Slash, passiert das nicht. Das heißt, wenn ich AirSync gewohnt bin und mal tippe ich den Slash und mal nicht, dann sage ich immer, ja, gestern ging es noch, heute nicht. Das ist eine häufige Fehlerquelle. Also sehr aufpassen, ob dort ein Slash hinkommt oder nicht. Dann gibt es die Option 3 ran. Das heißt, AirSync zeigt mir an, was es tun würde. Das ist gar nicht verkehrt. Bei Tests immer den Schalter minus N verwenden, um zu sehen, was passiert tatsächlich. Erst wenn ich sicher bin, dass das funktioniert, den Schalter N weglassen und das losschicken. AirSync überschreibt Files ohne Warnung. Ist ein Backup. Das soll nicht mit irgendwelchen Warnmeldungen belästigen. Man kann das abschalten, aber sinnvoll ist das nicht, weil es ja automatisch laufen soll. Und testen. Also wenn ich einen Folder-Tree habe und schiebe den ins Backup rüber mit AirSync, wirklich testen, dass das alles funktioniert, dann packe ich das in ein Skript rein und dann kann ich das vergessen, es funktioniert. AirSync macht ein paar Prüfungen. Und zwar die wichtigste Prüfung ist Größe und Datum. Nicht nach Inhalt. Aus Geschwindigkeitsgründen. Ich kann mit ein paar Schaltern die Prüfung auf Inhalt erzwingen. Aber vergleichen Sie mal 10 Terabyte übers Netz. Ja gut, eher nicht. Das kann man alle Wochen mal machen von Hand, aber automatisch eher nicht. Bei RAM-Fehlern gibt es keine Kontrolle der Integrität, deswegen vorher den RAM-Test machen und eigene Prüfungen vorher sehen. Mit Diff unter Umständen Backup-Platten vergleichen, um zu sehen, sind die Bit gleich. Backup-Software, das nächste Problem. Es gibt zig Softwarepakete. Alle können das, ja. Man muss viel einlesen, man muss wieder ein System lernen und man wird mehr oder weniger von diesem System abhängig. Ich bin an einen Hersteller gebunden, dann werden teilweise unmögliche Datenformate verwendet, irgendeine Datenbank, ich kann nicht einzelne Files rausholen, also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Dann kostet es was.
dann ist, wie lange lebt der Hersteller? Ein Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre? Hm. Können die alle mit Remote umgehen? Können die mit SSH umgehen? Meine Antwort ist, wir haben Linux. Wir brauchen das nicht. Wir haben Async, Snapshot, Diff, SSH und Lux. Und das ist der Hauptsatz, der Linux eine massive Rolle spielt. Keep it simple and stupid. Halte es so einfach wie möglich. Und das geht in der Geschichte auf einen Franziskanermönch zurück. William von Ockham. Vielleicht kennt ihn jemand. Aus dem 13. Jahrhundert. Und es ist bekannt geworden als das Ockhamsche Rasiermesser. Und das ist die Philosophie, die hinter Linux steht. Und ich habe wieder hier die Bücher vom Eric Raymond. Und diese Bücher empfehle ich dringend mal zu lesen. Die haben es wirklich in sich. Und dann versteht man, warum Linux genauso tickt, wie es ist. Wenn man von anderen Systemen her zu Linux kommt, sieht das Ganze ein bisschen komisch aus. Warum ist denn das so umständlich? Warum ist das so? Wenn man das gelesen hat, weiß man, Linux muss so sein, um es einfach zu halten. Und es gibt hier eine generelle Regel. Das ist Linux. Die Unix-Philosophie in einer Lektion. Halte es so einfach wie möglich. Und das trifft natürlich auch auf Backups zu. Ein NAS-System. Habe ich die gleichen Probleme wie eine externe Festplatte mit Copy-Paste. Aber ich habe Linux drauf, aber das ist kein Linux. Das ist irgendwas angepasst von irgendeinem Hersteller. Habe ich Async drauf, habe ich SSH drauf. Manche Sachen sind gesperrt, manche gehen. Also das ist mehr so eine Experimentierwüste. Also ich rate davon ab, praktisch das Linux auf NAS für Backup-Systeme zu verwenden. Weil ich der Hersteller liefert Backup-Software dazu, dann die verwenden, die ist angepasst, aber was Eigenes nicht damit machen. Das geht schon mit SSH los. Ich habe NAS-Teile erlebt, da war der Root-Login gesperrt. Warum? Weiß ich nicht. Okay. Als File-Server gut, als Backup nicht. Und das ist ein Vorschlag für einen Backup-Server. Preiswert. Das ist ein Rechner, der hat keinen Lüfter drin, der verbraucht etwa 10 Watt. Und da kann man per USB 3 ein paar Platten dranhängen und kann was machen. Und das kostet eigentlich fast nichts. Und das kann durchlaufen. Der Stromverbrauch ist minimal. Viel weiter drunter kommt man nicht. Das ist ein Vorschlag. Ich kann verschiedene andere Sachen machen. Ich kann einen alten PC nehmen. Ich kann alles machen. Ich kann ein Notebook nehmen und so weiter. SSH. Wie man SSH installiert, kommt morgen nochmal im Detail. Deswegen gehe ich jetzt hier nicht drauf ein. Wichtig ist, dass man mit Schlüsseln arbeitet, um das Ganze zu automatisieren. Die Zeit ist schon vorangeschritten, das heißt, das übergehe ich jetzt. Dann kommt Lux. Lux ist die Festplattenverschlüsselung. Und ich sagte schon, die Festplatte, die Backup-Platte, sollte irgendwo ausgelagert werden, um sie vor Brand und allen möglichen Sachen zu schützen. Ja, wohin? Wenn ich die zum Nachbarn stelle, guckt er drauf. Wenn ich Lux nehme, verhindere ich das. Das heißt, ich kann mit Hilfe von Lux als Endstation für das Backup meine Platte irgendwo lagern, wo es auch neugierige Leute gibt. Interessiert mich nicht. Lux ist zu, fertig, gut. Und bei Lux gibt es ein paar Probleme. Es gibt wiederum Schlüssel. Und wenn man sollte das mit Schlüsselfiles verwenden, damit man das automatisieren kann. Hier liegt eine Platte rum mit Lux. Die ist mit Lux verschlüsselt und das geht vollautomatisch. Dann kann ich Passwörter setzen, bis zu 7 zusätzlich sind möglich und die bitte aufschreiben, nicht merken. Ruhig den Zettel neben dem Rechner liegen. Der Nachbar, der an die Platte will, sitzt ja nicht neben meinem Rechner. Der sieht die Passwörter nicht. Wenn das verloren geht, sind die Daten wirklich weg. Es wird keine Firma geben, die eine Lux-Platte entschlüsselt. Einfach, Lux ist sicher und zu. Ich werde zur Kryptographie morgen noch ein bisschen was sagen, warum Kryptographie unter Linux zu 100% sicher ist. Wenn die Implementierung stimmt. Also die Verfahren sind okay. Der Brandschutz ist klar. Man spart natürlich den Tresor. Und dann muss ich die Festplatten austauschen. Ich muss also immer eine außerhalb liegen haben und das jede Woche einmal machen. Das muss ich dann selbst organisieren. Wie geht's jetzt weiter? Wenn ich woanders bin, muss ich irgendwas machen. Ich muss in den Rechner rein, hinter dem Router. Das sind meine Rechner. An die komme ich nicht hin. Ich mache aber hier auf diesen Rechnern ein Skript in RC-Lokal. Das benutzt den Schalter SSH-R. Das meldet sich bei mir an. Und dann gehe ich von hier aus mit Localhost zurück. Die Details kommen morgen nochmal im Vortrag, warum das so ist. Das heißt, ich greife von meinem Backup-Server mit Localhost auf jede dieser Maschinen zu.
Das heißt, der Tunnel, der jetzt hier über das SSH-A aufgebaut wird, läuft zwar über das Internet, aber über einen zusätzlich abgesicherten Tunnel und niemand kann sehen, was darüber läuft. Das Ganze ist mit SSH gesichert. Ich muss natürlich bei mir in meinem eigenen Router, den kenne ich natürlich, ich weiß auch, wo der steht, ein Port-Forwarding machen, damit die da rein können. Und dann habe ich meine LuxHD. Das Ganze sieht dann so aus, der Client verbindet sich mit dem Server und ermöglicht den Remote-Zugriff auf Localhost. Das ist wieder die gesamte Kommandozeile, erzähle ich morgen im Detail. Dann mache ich Rsync nach Localhost. Sieht ein bisschen kompliziert aus, aber wenn man es einmal im Skript drin hat, ist das wiederum sehr einfach. Und man sieht hier meine Schalter, die ich verwende. So sieht das Ganze aus. Der Rechner meldet sich beim Start an. Für jeden Remote-PC habe ich einen separaten Account. Das heißt, wenn der sich anmeldet bei mir, sind die anderen für ihn gesperrt. Es sind teilweise 10, 15 Rechner bei mir zu Hause in meinem Backup-System und die sehen sich untereinander nicht. Dann muss ich natürlich das automatisieren. Da gibt es wieder ein paar Schalter im SSH drin, dass sich das nicht allzu sehr meldet und ein bisschen schweigt bei der Verbindung. Und jetzt benutze ich generell das Auto-SSH. Das Auto-SSH hat einen Watchdog drin. Das heißt, wenn meine SSH-Verbindung abbricht, wird die sofort wieder aufgebaut. Und das kann bei DSL-Routern sehr schnell passieren. Oder schlechten Verbindungen oder sonst irgendwo. Wenn ich das Ganze so mache, dass sich der Rechner automatisch mit meinem verbindet und auch noch das Rsync in einem Loop baue, dass das automatisch wieder gestartet wird, wenn es abgebrochen wird, können beide Rechner, meinen Server und der Client, jederzeit booten. Ich weiß dann natürlich nicht, wann der Rechner dort neu gestartet wird. Interessiert mich auch nicht. Ich habe einen Loop bei mir laufen, starte das Rsync neu und fertig. Das nächste ist dann Rsnapshot. Was wir jetzt hatten, war ein einfaches Rsync, remote, nach irgendwohin. Rsnapshot basiert auf Rsync, aber ich habe die Historie drin. Und Rsnapshot wird über Cron gesteuert. Das sieht erstmal gut aus, aber hat ein paar Probleme. Und ich habe drei Dinge, die in Rsync aufeinander abgestimmt sind. Das ist der Retain-Wert in den Rsnapshot-Conf. Dann habe ich die Source- und Target-Folder, die werden über das Retain bestimmt. Und in Cron-Jobs muss ich das natürlich tun. Und das jetzt nicht so sieht das ungefähr aus. Ich gehe eben nicht im Detail drauf ein. Aber ich muss aufpassen, dass das stimmt. Das ist mein Config-File. Da habe ich Hourly, Daily, Weekly, Monthly und so weiter drin, wie oft ich das mache. Das sind die Folder, die er Snapshot anlegt. Das sind natürlich hier die gleichen Namen drin. Das heißt, wenn ich hier was ändere, habe ich hier plötzlich andere Folder. Das heißt, wenn ich sowas mache, sollte das so einen finalen Status haben. Das sollte fertig sein und möglichst wenig dran drehen. Das Gleiche mache ich dann im Cron-Job drin. Sind wieder die gleichen Namen drin. Und da werden die gestartet. Und die Reihenfolge muss natürlich so sein, dass das eingehalten wird. Und das ist nicht mehr ganz trivial. Ich kann das Ganze auch remote machen. Mit Rsnapshot ist es Rsync dahinter, also ich kann SSH benutzen, kein Problem. Dann, ich mache das dann so, ich hole mit Rsync erstmal die Daten ab, dann baue ich das mit SSH-R, dann baue ich mein Rsnapshot-Skript auf und dann läuft das alles. Das läuft dann nochmal komplett automatisch, ich brauche also über ein Jahr nicht reinzugucken. Probleme. Die Wartung bleibt bei mir, das heißt, ich muss ein bisschen gucken, wo landet das dann. Meine Kunden, in Anführungsstrichen, Lore, Christoph, Melania, die können das auf keinen Fall. Auch zum Beispiel externe Platten tauschen. Dann liegen die Daten bei mir. Ich brauche das Vertrauen. Das heißt, alle privaten Daten von diesen drei Leuten habe ich bei mir. Ich muss also zusehen, dass mein Server zu ist. Dass da niemand rankommt. Auch Leute in meiner Wohnung nicht rankommen. Dann habe ich zwischendurch diese Stage-Area für Rsnapshot vorhalten, damit Rsnapshot über einen Cron-Job läuft. Das heißt, mit Rsync packe ich das auf den Plattenplatz, dort holt Rsnapshot mir das ab, mit Cron-Job. Das Rsync kommt ja irgendwann mal, wenn die Rechner zufällig an sind. Der Cron-Job, Rsnapshot läuft per Cron-Job. Das heißt, mein Rechner muss 24x7 online sein, damit das Cron läuft. Und das ist natürlich nicht sehr schön. Also machen wir es anders. Ich habe das Szenario. Ich habe Clients, den brauche ich alle zwei Tage, den jede Woche, durch unterschiedliche Sachen. Ich habe lokale Platten bei mir oder irgendwo in der Firma, auch mit unterschiedlichen Folder-Trees, unterschiedliche Backup-Zeiten. Das kann ich über Cron-Jobs alles nicht mehr abwickeln.
Was ich brauche, ist eine Ablaufsteuerung, die mir Kronzoon nicht liefert. Ich brauche pro Backup-Disk verschiedene Projekte, das heißt also abgebildete Folder-Trees mit einem Snapshot drin. Ich muss die HDs prüfen, sind sie wirklich da oder nicht. Ich brauche eine Buchführung und ich brauche ein Logging. Und ich muss etwas haben, was mir das Ganze wieder aufnimmt, wenn das abgeschaltet ist. Wenn das abgeschaltet ist oder wenn das abgeschaltet ist. Oder wenn mir jemand hier die Platte abzieht. Das ist ja das Szenario, was ich habe. Ich habe einen Server mit 4, 5 Backup-Platten dran. Wenn das fertig ist, ziehe ich die ab, stelle die in den Schrank. Stecke eine andere dran. Das Backup-System muss das erkennen. Also mit Kronen ist das ein bisschen schwierig zu machen. Und ich brauche eine Information an den Besitzer dieses Rechners, also jetzt an den Firmeninhaber in diesem Fall, dass das Ganze gelaufen ist. Das heißt, es muss für den Benutzer wartungsfrei sein. Er wird sich nicht die Gestaltung von Skripten merken. Geht nicht. Es muss, der Dreischritt muss passieren. Festplatte anstecken, warten, bis das OK kommt, Festplatte abziehen. Ich mache die Installation und mache das alles fertig. Nochmal weiter. Das ist meine Skriptsammlung, die zeige ich nachher noch. Ich muss jetzt praktisch wissen, welche Platte habe ich dran. Dann mache ich die Folder-Trees pro Disk lege ich fest. Dann lege ich die Intervalle fest, dann mache ich ein Logging und ein Reporting. Und das Ganze funktioniert. Und so läuft das ab. Der Besitzer schließt die Platte an. Hier zum Beispiel, hier liegen welche rum. Und ab dem Punkt läuft alles automatisch. Normalerweise mache ich so, dass alle Stunde der Rechner nachguckt, welche Platten sind dran, welche Zeiten für welche Folder-Trees sind da, ist überhaupt was zu backuppen oder nicht. Wenn nein, geht er weiter. Wenn ja, wird er Snapshot angestoßen, das ganze Backup gemacht und in eine Buchhaltung eingetragen, ich bin fertig. Aber nur, wenn zwischendurch nichts passiert ist. Es kann ja jeder das Ding abziehen. Das heißt, die Buchhaltung muss stabil sein. Das heißt, ich mache das Backup, mache einen Unmount auf die HD und mache eine Meldung an den Besitzer, es ist fertig. Und dann kann die Festplatte abgezogen werden. Und da ist ein bisschen drumherum. Und das sind die Skripte dazu. Ich gehe jetzt nicht auf die Details ein. Die Skripte gibt es bei GitHub. Durchweg. Und die sind im Normalfall auch weitgehend kommentiert. Oder wenn man jemand damit nicht klarkommt, mir schreiben. Und ein Backup in dieser Art und Weise läuft jetzt in der Firma in Görlitz über ein Jahr absolut störungsfrei. Ich gucke nur ab und zu mal rein, sind die OKs gekommen und das ist gut. Und das möchte ich jetzt auch hier zeigen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich habe das jetzt hier mit meinem Rechner gemacht. Ich habe hier zwei Platten dran, eine Lux-Platte und hier eine SSD. Und ich habe hier einen halt, muss an eine andere Stelle gehen. Da. Das ist mein Log-File, der automatisch mitläuft. Das ist eine Platte und das ist die andere Platte. Hier weiß ich, wann ist die das letzte Mal gelaufen. Das sind hier Minuten. Die nächste ist jetzt in 25 Minuten fällig. Die nächste ist in 5 Minuten fällig. Und das ist jetzt während des Vortrags hier gelaufen. Ich habe die Zeiten sehr knapp eingestellt, einfach damit hier was passiert im Vortrag. Jetzt wartet er 5 Minuten und guckt dann wieder nach. Und wenn man hier weiter hochgehen, kommt dann, wenn alles erledigt ist, so eine Notiz auf den Desktop des Benutzers. Das heißt also, der kriegt mit, das ist fertig. Und da die Platten jetzt hier über Ubuntu gemountet sind, trenne ich die nicht. Der hat ja irgendwo ein Icon stehen, das ist ja ein lokaler Rechner. Im Serverfall trenne ich die Platten wieder und dann kriegt er eine Meldung, er kann sie abziehen. Und er bekommt auch den Zeitraum mitgeteilt, 10 Minuten und so weiter. Bei längeren Zeiten, wenn das groß ist, sage ich, in den nächsten 5 Stunden kann die Platte eben abgezogen werden. Wenn sie dran ist, macht er weiter. Wenn sie weg ist, ist auch gut. Und das läuft eben vollautomatisch. Und da kann man dann zum Beispiel hier was sehen. Das ist eins der Protokolle, die ich dann anfertige. Das sehe ich jetzt für die verschiedenen Projekte. Das ist die Platte. Das ist ein Folder-Tree. Da stecken jetzt irgendwelche Linux-Tags-Files drin. Hier was anderes. Also die Platte Deluxe hat 2 Folder-Trees. Die Platte F-Disk hat auch 2 Folder-Trees. Das ist mein ganzes Home-Directory und das ist irgendwas anderes noch.
Und da sehe ich, das ist gescheit gelaufen. Und hier sehe ich eben, die Platten waren nicht da. Das war schief gelaufen. Das heißt, ich sehe mit dem Datum rückwirkend, wann ist es gelaufen. Das heißt also, der Besitzer dieses Serversystems in der Firma kann also schnell gucken, und das ist okay, okay, okay. Er sieht auch schnell, wenn jetzt eine Platte hier fehlt, dann ist die kaputt, obwohl er sie dran gesteckt hat. Wenn er eine abzieht, ist der Bereich eben leer. Und das funktioniert gut. Und ich kann jetzt hier für jedes Projekt, für jede Platte, das sind die Projekte auf der Platte, kann ich hier die Zeiten festlegen. Zum Beispiel läuft das alle 50 Minuten, das alle 20 Minuten. Und ich kann das mit Tagen, Stunden, Minuten festlegen. Das heißt, ich kann für jeden Folder-Tree eine bestimmte Backup-Zeit festlegen. Alle Stunde guckt er nach. Ist es erreicht? Okay. Wenn nicht, okay, geh weiter. Oder ich kann die Zeiten auch vergrößern auf 6. Ich kann das beliebig machen. Es ist also völlig flexibel und ich muss nicht immer in die Grundgeschichten eingreifen. Ich muss nicht gucken, was kommt dann, was kommt dann. Und hier ist noch ein Kommando drin für das Unmount. Wenn hier direkt U-Mount steht, erfolgt auch das Unmount der Platte. Ja, auf dem Server nehme ich einfach das X raus und dann erfolgt das Unmount und dann ist die Platte wieder freigegeben und die kann abgezogen werden. Also der Cache ist rausgeschrieben und so weiter. Und das ist einfach zu machen. Okay. Halt. Dann habe ich noch hier. Das kann man alles zur Laufzeit ändern. Das ist die Looptime, die ich habe. Das sind jetzt 5 Minuten. Normalerweise sind 60 Minuten oder eben 120 oder was ich immer habe. Ich kann den Inhalt dieser Dateien zur Laufzeit ändern. Ich brauche das Backup nicht zu stoppen. Das läuft in den Loop drin und lädt diese Dateien immer wieder neu. Dann, was kann man noch zeigen? Das ist jetzt der Hauptlog-File und ich stoppe das Ganze mal. Man muss natürlich auch sehen, dass man das Ganze anhalten kann. Jetzt ist das gestoppt. Hier. Hopp, da. Der steht. Und es ist ja eine Buchführung drin. Wann ist das letzte Mal gelaufen? Und ich lösche jetzt für ein Projekt, zum Beispiel für mein Home Directory, den letzten Eintrag, das ist gelaufen, um jetzt diese Zeiten nicht abzuwarten. Dann, das ist auf F-Disk. Moment. Da. Hier steht einfach nur ein Datum drin, da ist das letzte Mal gelaufen. Wenn ich das lösche, kommt ein Datum 500 Tage und das heißt also, vor 500 Tagen ist das gelaufen, also das System denkt, das muss gemacht werden. Und das schauen wir uns gleich an. Ich starte das Ganze wieder. Normalerweise macht man das automatisch in der RC-Local. Jetzt läuft das. Und jetzt gucke ich hier rein. Und jetzt hat er natürlich sofort das erwischt und er macht jetzt hier mit dem Rsync hat er mein Home Directory kopiert und das war mir nur durch. Also im Home Directory sind ein paar hunderttausend Files drin. Da ist meine ganze C++-Entwicklungsumgebung mit allem, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Rsync und Rsnapshot haben praktisch keine Zeit verbraucht dafür. Das ging durch und das ist erledigt. Und dann kriege ich diese Meldung. Fdisk mit meinem Home Directory ist gelaufen und fertig. Das war's. Und das hat sich sehr, sehr bewährt. Und das wird noch ein bisschen weiter ausgebaut, wird dokumentiert. Und wer Interesse hat, kann sich das gerne holen. Da unterliegt dieser Linux-Lizenz und kann das machen. Und so sieht das dann aus. Das sind die Messages, die kommen mit Datum dran. Die werden dann immer wieder überschrieben. Das heißt, ich sehe am Datum, was ist gelaufen. Und da ist diese Message wieder drin. Nichts weiter. Und die wird mit SSH verschickt an den Rechner, an den Arbeitsplatzrechner, wo der Kollege dann davor sitzt und kontrolliert das. Und mehr muss er nicht tun. Das ist meine Erfolgsliste. Und die wird irgendwann wieder gelöscht und neu geschrieben, einfach damit die kurz bleibt. Ist ja nur für den aktuellen Sachen. Und damit kann jeder leben. Es sieht jeder, das ist gelaufen. Wenn die Meldung kommt, schreibe ich noch rein, hier in den Titel des Files, der kann abgezogen werden. Das heißt, er sieht sofort, diese Platte kann er abziehen. Und die sind jetzt hier natürlich da drin. Und ich kann die jetzt hier entfernen. Das ganze Backup läuft weiter und stellt ihm jetzt fest, die Dinger sind nicht da.
Also jetzt haben wir 13.44 Uhr, nach 5 Minuten kommt er wieder und sagt ihm, die Dinger sind weg. Das heißt, die kann ich jetzt schön wegschließen. Und einfacher geht's nicht. Und das ist mein Ziel, was ich habe. Backup muss vollautomatisch gehen. Es muss für den Benutzer, der es dann letztendlich betreibt in seiner Firma, so sein, dass er nichts damit zu tun hat. Der hat andere Sorgen. Der guckt nicht nach dem Backup. Es muss ganz klar sein, ich lege dir einen Zettel neben seinen Rechner, Montag steckst du die Platte dran, Dienstag steckst du die Platte dran. Und das klappt. Das funktioniert. So richtig wie bei der Rheinemach-Frau, Häkchen dran und gucken. Und das ist die einzige Möglichkeit, die funktioniert. Wenn ich auf den Zettel schreibe, starte bitte das Skript Montag. Ja, morgen starte ich das. Dann kommt das Übliche. Es funktioniert nicht. Jeder Schritt, der in die Komplexität geht, wird nicht gemacht. Nicht, weil die Notwendigkeit nicht besteht, aber einfach, weil die Leute beschäftigt sind. Die haben den Kopf voll mit Sorgen in der Firma. Gerade bei kleinen Firmen ist der Kopf voll. Die haben alles Mögliche zu tun. Die haben nur keine Zeit für einen Rechner. Und jetzt sind wir eine Dreiviertelstunde rum. Jetzt kann gefragt werden. Ich habe ein bisschen was übersprungen mit dem SSH. Das kommt morgen nochmal im Detail. Ein bisschen anders. Morgen ist dann Ersync nicht dabei. Dann bitte etwas fragen und wenn jemand, okay, bitte laut sprechen, ich höre schwer, bin älter. Ja, über die Jahre wird der Datenbestand ja immer größer. Ja. Gibt es irgendeine Variante dabei für Archivierung, also um Daten abzulegen, die dann auch unverändert bleiben? Na, das hängt ja, Snapshot hat diese Historie hier drin und die hat natürlich irgendwo ein Ende. Aber es ist kein Problem, das Ende auf 10 Jahre zu legen. Naja, aber der Datenbestand wird immer größer, das geht dann auch nicht mehr auf. Es sind ja nur die Differenzen drin. Trotzdem wird doch der Gesamt, es kommen immer neue Daten dazu. Und die. Ja, es ist die Frage, was will ich damit? Wenn ich den Gesamtdatenbestand archivieren will, dann habe ich natürlich diesen Platz. Oder ich muss einen Subtree rausholen. Und wenn ich den Wunsch habe, muss ich eben auf das Async Directory, von was gestern gemacht wurde, nochmal einen Job laufen lassen. Also entweder alles oder eine Untermenge. Wenn ich eine Untermenge haben will, ist das hier nicht, wird das hier nicht abgebildet. Also das heißt, das muss man extra... Ja klar, das ist ja ein anderer Bedarf wieder, eine andere Anforderung. Die jetzt ja. Raus können aus dem Aktuellen, Archivierung ist natürlich ein Problem, ja. Klar. Ja. Das ist eigentlich ein getrenntes Thema. Ja. Also Backup soll vor Katastrophen schützen und Daten auslagern, das ist ein Blatt der Vorgang. Ja, die Archive müssen auch vor Katastrophen geschützt werden. Ja, das ist aber ein anderes Thema. Das ist eine andere Aufgabe. Also hier geht es darum, es wird eine E-Mail gelöscht und 3 Wochen später merkt das. Ja, wo ist die? Mit dem Async ist sie weg, wenn ich das überschreibe. Wenn ich die Historie habe, ist sie drin. Gut, noch eine Frage? Vielleicht als Antwort mit zu der Frage, wenn wir jetzt als Beispiel ZFS einsetzen, dann könnte man ja auch das ZFS wiederum Snapshots machen und diese replizieren. Das ist wieder, ja, das widerspricht aber dem Prinzip halt es einfach so einfach wie möglich. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten da drin in dem ZFS. Deswegen habe ich das ein bisschen an den Rand geschoben. Für den Alltagsgebrauch, eben gerade kleine Firmen und Haushalt zu Hause, ist ZFS eher nicht so die Wahl. Dann weiß ich nicht, wie das im Moment mit den Lizenzen ist. Das kommt, glaube ich, von Oracle. BTRFS ist im Moment in einem Zustand, was ganz gut geht. Und was der Vorteil von diesen Filesystemen ist, es sind die Prüfsummen drin. Bei den großen Platten heute, was in den 5, 6 Terabyte Bereich reingeht, ist die Chance, dass Bits kippen aufgrund von unerwartbaren, nicht mehr korrigierbaren Fehlern, wird immer höher. Und einfach die neuen Filesysteme sind so gestaltet, dass eben das gefunden wird. Das EXT4 kann sowas schlechter finden. Also immer sehen, welches Szenario habe ich, wie viel Geld will ich investieren. Wenn ich mit ZFS anfange, muss ich das Know-how haben, damit umzugehen. Auch im Fehlerfall, wenn mir eine Platte kaputt geht. Was mache ich dann, wenn das Filesystem kaputt ist? Oder mit ZFS habe ich eben diese Snapshot-Möglichkeit. Da habe ich also deutlich mehr Eleganz drin. Ich habe ein anderes Szenario. Das ist einfach okay. Ich habe 2 Fragen. Und zwar, wie stellt man die Daten wieder her? Und ist es möglich, damit auch verschiedene Geräte abzugleichen? Einmal habe ich ja nur die Differenzen drin. Das heißt, jedes Backup ist leicht unterschiedlich. Auch wenn ich es auf die gleiche Platte mache, es ist eine Zeitdifferenz drin.
Es kommt erst das eine, dann das andere. Das heißt, wenn ich das abgleichen will, das ist eine, ja, ich mache es dann einfach so, ich stelle kurzfristig hier die Zeiten auf sehr kurz und sage ihm, da passiert nichts. Und dann das letzte Backup kann ich mit einem Diff vergleichen. Das geht. Und ich habe mir ein Programm geschrieben, das das Diff so ausführt, dass ich es abbrechen kann. Das heißt, ich protokolliere wiederum mit, wo bin ich hängen geblieben, kann das abbrechen und da kann ich das praktisch mal über Nacht laufen lassen, am nächsten Nacht weiterlaufen lassen, zwischendurch weiterarbeiten. Ich weiß ja, in welchem Trieb mein Backup dann ist. Ich habe ja durch das Snapshot bekomme ich diese 1, 2, 3, 4, 5 Dinger angelegt und da weiß ich, in welchem ist es. Und wenn ich jetzt, wenn mein Computer kaputt geht? Wie? Wenn mein Computer kaputt geht und nicht mehr... Ja, da ist das Problem eben wieder des Zeitfensters der Wiederherstellung. Linux ist so, dass ich irgendeinen Rechner hernehmen kann. Es läuft erstmal. Das heißt, ich installiere irgendwo auf dem Rechner, den man schnell beschaffen kann, was drauf. Ich habe die Konfiguration mitgesichert. Ich kann das Zeug wiederherstellen. Und da ich ja das selbst gemacht habe, komme ich selbst relativ schnell damit klar. Das kann ich natürlich nicht einem meiner Kunden in Anführungsstrichen zumuten. In der Firma muss ich hinfahren, in dem Fall. Das muss ich aber dann absprechen und das muss auch bekannt sein. Wenn der das Ding wegraucht, einen halben Tag Zeit brauchen wir schon. Das muss drin sein. Oder ich muss viel Geld ausgeben, das anders machen, aber dann ist es nicht mehr meine Welt. Wenn ich das Ganze jetzt in Kroatien mache, ich kann nicht über Nacht nach Kroatien fahren. Das schaffe ich nicht. Ich habe ein bootbares Ubuntu auf dem USB-Stick. Also nicht die Live-CD, ein modifiziertes Ubuntu, das hat SSH drin und das meldet sich über diesen Minus-R-Schalter bei mir an. Das heißt, wenn dieser USB-Stick dort in den Rechner gesteckt wird, in einen beliebigen neuen Rechner, meldet er sich bei mir und ich kann den Stick auf die Platte kopieren. Ich gehe mit dem Change-Root da rein, setze die ganzen Zeiger um in Group und fertig. Boote den Rechner, habe ich einen neuen Rechner, der sich wiederum bei mir anmeldet und kann weitergehen. Das heißt, ich muss diesen Stick dorthin bekommen. Und das mache ich im Normalfall nebenbei. Da ja das Ganze sowieso irgendwie läuft, kopiere ich eben diese 8 GB, was so ein Stick hat, der eingerichtet ist mit allem drum und dran, kopiere ich irgendwann dort auf die Festplatte und sage ich, okay, steck mal einen Stick rein, ich mache das fertig und dann liegt er dort da. Das muss man vorbereiten. Da kommt immer darauf an, kann ich hinfahren schnell oder ist derjenige nicht erreichbar. Und das mit den Sticks hat sich sehr bewährt. Manchmal schicke ich die auch einfach per Post weg. Ich stecke den Briefumschlag, schicke die los und sage, das Ding bootet und meldet sich bei mir an. Und dann kann ich die Platte einrichten und kann das machen. Also das sind alles so Szenarien, die glücklicherweise nicht sehr oft eintreten. Aber Linux ist eben so nett, dass es auf jedem Rechner startet. Windows ist da deutlich schwieriger. Also ein Windows auf eine andere Hardware zu bringen, ist eben nicht mehr einfach. Linux ist es wurscht. Und wenn ich dann praktisch das gemacht habe und man hat wieder einen schönen Rechner gekauft, nach einer Woche oder zwei Wochen, dann kopiert man es eben um und gut. Also immer Szenarien überlegen und was muss ich tun. Und mit den Leuten muss die Chemie stimmen. Das ist wichtig. Ich leiste also keinen Telefonsupport. Ich bin also nicht ständig erreichbar. Das heißt, es muss laufen, auch wenn ich eben weg bin. Und ab und zu gucke ich mal rein. Und wenn was nicht stimmt, rufe ich sofort an. Und das klappt auch. Gut. Schauen wir mal. Es geht wirklich um die Unterste, um die kleinen Leute. Es geht nicht um große Firmen. Ja. Ja, Ihre Lösung für Privatanwender und für kleine Firmen unterscheidet sich technisch ein bisschen. Mir hat an der Lösung für die Privatnutzer sehr gut gefallen, dass die Ablaufstellung bei Ihnen ist. Ja. Und wer die Ablaufsteuerung hat, hat die Macht über die gesicherten Daten und hat auch die Macht, sie zu zerstören. Ja, habe ich ja. Entscheidend ist, dass diese Möglichkeit den gesicherten Systemen entzogen ist. Das heißt, die Systeme, die sie sichern, dürfen niemals in der Lage sein, die Backup-Daten zu zerstören. Das ist beim ersten Ansatz von Ihnen hervorragend gelöst. Also ich bin natürlich in der Lage, aber ein anderer nicht. Ja, vor allem ist ein Trojaner, der das Produktionssystem befällt, nicht in der Lage ist, auch noch die Backup-Daten zu zerstören. Das ist ja durch die Entkopplung erreicht, weil der Server auf die Clients zugreift und nicht umgedreht. Genau.
bei Ihrem Ansatz für Firmen scheint mir das aber nicht gegeben zu sein. Also ein Trojaner, der nicht gleich losläuft wie Loki und alles verschlüsselt. Das war in dem Schema ein bisschen drin. Ich habe nur einen Rechner gemalt. Normalerweise hat man mehrere Rechner. Ja. Und ein Surfer ist eben der Surfer, da läuft ein Samba drauf mit den Files. Da kommt der Trojaner hin, ja, über den Clients. Aber das Backup ist separat. Und die Samba-Files werden in das Backup hineinkopiert. Und da kommt der Trojaner nicht mehr hin. Der kommt ja nicht auf den Surfer. Also nehmen wir mal an, auf der Workstation vom Chef kommt der Trojaner rein. Ja. Dann kommt er in das Samba, weil das reingemountet ist. Das heißt, innerhalb von 3-4 Tagen hat er alle Geschäftsdaten kaputt gemacht. An das Backup kommt er nicht ran, weil das Backup eigentlich nur über den Root-Zugriff über den Surfer läuft. Ja gut, der Server ist aber auch ganz schön exponiert im Netz. Der ist im lokalen Netz exponiert und ist die Frage, wo hört das Vertrauen in Linux auf und wo endet es? Ich vertraue darauf, dass Linux zu ist. Ja. Wir tun das nicht ganz so bei unseren Kunden, wir nutzen auch mehr, das ist hervorragend. Wir übertragen aber die gesamte Ablaufkontrolle am eigenen System, nämlich dem System, wo die Backup-Daten nachher liegen sollen. Die Server tun nichts weiter als die... Ja, okay. Dann hat man noch mal eine räumliche Trennung dazu. Ja. Okay, nichts dagegen, geht. Ich tue nichts anderes als die sichernden Daten, read-only. Ja, also ist ganz klar. Ja, ganz klar. Aber es kostet im Geld, es kostet einen Rechner zusätzlich. Ja. Genau, ja. Aber das sind im Jahr 300 Euro Strom. Von Trojanern. Schon klar. Das heißt, ich vertraue einfach drauf, der Trojaner hat ja nur den Dateizugriff auf die Samba-Shares. Ja. Und über die Samba-Shares erreicht er eigentlich keinen Root-Zugriff auf die Maschine. Ja, gut, aber Samba ist ein furchtbares Protokoll. Ich lese natürlich mit, was in Linux so passiert. Also wenn es da schlimme Dinge gibt, dann warne ich auch vorher und sage, okay, da braucht man einen zweiten Rechner, wenn mir das zu riskant ist. Also ich würde das im Unternehmensansatz unbedingt machen. Also ich selbst mache es bei mir zu Hause so, dass ich eben eine kleine dedizierte Maschine stehen habe, wo nur das drauf läuft und nichts anderes. Aber es kostet Geld, es kostet Strom und 50 Watt das ganze Jahr laufen lassen, ist nicht, heute nicht wenig. Man muss immer sehen, wo ist man? Wenn die Firma im Jahr 100.000 Euro umsetzt, ist es kein Thema. Aber wenn es eben nur bei 5.000 Euro liegt, geht das rein. Also immer abschätzen, wo ist man? Aber ich brauche nicht viel. Und einen zweiten Rechner hinzustellen, ist kein Thema. Da läuft natürlich die ganze Skripterei drauf. Und da geht kein Raum und das Ding ist mit SSH zu und fertig. Ja. Da kommt niemand rein. Also selbst der Besitzer kommt von seiner Workstation nicht hinein. Er muss über den Umweg gehen. Und den Trojaner, der den Umweg rauskriegt, den möchte ich erstmal sehen. Ja, ich glaube, wir werden Trojaner sehen, wo Menschen mitarbeiten, wo sich jemand wirklich 4 Wochen lang Zeit nimmt, sich anzugucken, wie in ihrem Unternehmen die Backups sind. Also ich mache es teilweise wirklich ganz knallhart. Ich schmeiße den Chef aus der Außerhalb-Keys raus. Das heißt, er kommt definitiv nicht auf den Surfer. Ja. Wenn er hinkommt, muss er mich anrufen, dann trage ich ihn ein und dann ist er dort. Also einfach, um mich selbst abzusichern, dass der keinen Unfug macht. Das Problem ist, wenn man jemanden Adminrechte auf einer Linux-Maschine gibt, kann ich nicht mehr die Verantwortung für die Maschine übernehmen. Ich weiß ja nicht, was der tut. Also trennen wir das und in dem Fall, wo ich das gemacht habe, haben wir das auch schriftlich fixiert. Das muss sein und gegenseitig unterschrieben und damit ist das klar. Das ist so geregelt und fertig. Er kann natürlich auf die Backup-Platten zugreifen. Die zieht er ab und steckt sie woanders rein. Aber das ist ja die Absicht, das soll ja so sein. Also immer Szenarien überlegen und gucken, was geht. Und möglichst einfach bleiben. Okay, gut, ja. Frage, und zwar, Sie hatten ja gesagt, Air Snapshot hielten Sie nochmal für besser als AirSync, vor allem wegen der Historie, wie ich verstanden hatte. Ja. Allerdings kann ja AirSync meines Wissens auch schon mit Historie. Also aber in einer Ebene, da ist so ein Backup-Tool drin. Also ich kann praktisch geänderten Files nochmal in einen separaten Folder verschieben. Das geht mit AirSync, aber das ist nur eine Ebene. Okay, also ich habe selber da so ein bisschen mit Skripten geschrieben und hatte den Eindruck, dass man recht einfach damit so ein. Ich habe das früher auch alles mit AirSync gemacht. Aber dann hatte ich Skripte, die waren irgendwann nicht mehr wartbar. AirSnapshot macht genau das. Da ist ein AirSync dahinter und das ist eine Sammlung von Skripten, die kompiliert sind. Das ist AirSnapshot, mehr ist es nicht.